Die Rähmchen sind jetzt vom Wachs befreit und jetzt sehen sie eigentlich schon ganz gut aus, ein bisschen schmuddelig. Man kann erkennen, dass jede Menge Dreck dran geblieben ist, gerade wenn sich solche Nuten irgendwo befinden. Klebt es da drin noch, in den Ecken ist Propolis. Also man könnte jetzt mit viel Mühe das Ganze mit dem Stockmeißel schön sauber schrabbeln und dann wieder einlöten. Ich bin dazu übergegangen, die Rähmchen jetzt aber nochmal einer Reinigung zu unterziehen, diese blitzblank machen, dann kann ich nachher auch viel schöner die Mittelwände einlöten, ohne dass irgendwo noch was klebt. Man kann dazu einen Imkerreiniger nehmen, da gibt es verschiedene Angebote. Früher ging das wunderbar mit Natronlauge und immer wenn man mit so einem stark reinigenden Mittel arbeitet, muss man sich natürlich schützen, gerade wenn das Ganze heiß gemacht wird. Und das sehen wir hier, hier ist schon was am Kochen. Diese Rähmchen waren jetzt 10 Minuten hier drinnen am Kochen. Und jetzt, wenn man die hier rausholt, noch einmal den Schaum ein bisschen abspülen. Dann schmeiße ich die einfach auf den nächsten Stapel für die sauberen Rähmchen da hinten. Und das nächste gucken wir uns gleich mal an, wie schön das jetzt tatsächlich geworden ist. Die sehen nicht aus wie neu. Aber es ist fast alles tatsächlich hier rausgegangen. Die Nuten sind sauber, vor allem die Drähte sind schön sauber und damit leiten sie auch wieder wunderbar. Und wenn das Ganze jetzt nach ein paar Tagen getrocknet ist, dann kann ich da die Mittelwände einlöten. Alternativ für so einen kochenden Suppentopf hier könnte man auch tatsächlich entsprechende Reinigungslösungen in verschiedene Geschirrspülmaschinen tun. Ich habe zwei, die 10 Euro gekostet haben, so alte. Und da kann ich die Rähmchen auch reinigen lassen.